niemand geht mehr vor die Tür. Im ganzen Ort ist es leiser. Jetzt ist es schon kurz vor vier. Heute wagen wir uns mit Silvia Koch in Peggau in der Steiermark in die Tiefen des Berges und erforschen die größte Tropfsteinhöhle Österreichs. Kulinarisch verwöhnen wir sie nach unserer Abenteuertour mit selbstgemachten knusprigen Biodinkel-Vollkornbrötchen und ofenfrischer Pizza, wie vom Italiener. Von Italien geht's dann auch direkt nach Bayern oder wie bei uns ins Grazer Univiertel zum Weißwurst machen und kesselfrisch verkosten. Willkommen bei Silvia kocht. Sepp Moshammer ist bereits in zweiter Generation in der Fleischerei mitten in Graz tätig. Heute zeigt er mir, wie man kesselfrische Weißwürste macht. Was braucht man dafür? Also was man nicht so, wie man es in vielen YouTube-Videos sieht, das ist, sage ich mal, wir produzieren nach dem Reinheitsgebot ein Speck, ein Fleisch, wir haben Schwein, Rind und Kalb, mhm. Eis, Gewürze, Salz und natürlich einen frischen Petersilie. Mhm. Ja. Und das macht eine gute Weißwurst aus? Das macht eine gute Weißwurst aus. Und vor allem, es darf nicht sein, shit in, dann kommt shit out, ja, dann kommt was Schlechtes raus. Da gehört nur das Beste rein. Stopp, was soll das heißen? Ja, beste Ware in die Wurst, ja. Dann ist ja die Wurst gut. Ja, wenn da was drin ist, was einfach nicht gut ist, dann ja, so Industrieware oder so, das ist halt nicht das Gleiche. Fleisch ist auch ein Produkt, was für Kontroverse sorgt. Was ist dir wichtig als Experte, ja, wie mit Fleisch und wie mit dem Lebewesen aber auch umgegangen wird? Respektvoll. Also das ist tatsächlich, da braucht man nicht drüber diskutieren. Ja, da, weil Regionalität wird gelebt. Also wir haben einen kleinen Stechviehhändler in Semmelreich rum, in Höfler, der für uns Rind, Lamm und Kalbfleisch schlachtet und bringt. Wir verarbeiten die Tiere quasi nose to tail, wie es jetzt so schön auf Neudeutsch heißt. Und nur wenn diese Tiere vorher gehegt und gepflegt werden und dann die Schlachtung auch entsprechend mit Sorgsamkeit einfach bedacht gemacht worden ist, dann kriegen wir eine gute Qualität für unsere Kunden. Ja. Und das ist... Da geht nichts drüber. Das ist einfach Must-Have. Und los geht's. Das unterschiedliche Fleisch wird in der Maschine verarbeitet. Dazu kommen Gewürze und Petersilie. Achtung beim Salz. Für Weißwürste verwendet man Kochsalz. Es macht die Würstel weiß, Bückelsalz hingegen würde sie rot machen. Eine besonders wichtige Zutat ist Eis. Es hält die Temperatur bei der Verarbeitung niedrig, damit das Bret durch die Reibung der Messer nicht erwärmt. Nun kommt wieder unser Einsatz: Würstel machen. Okay, Hände gewaschen, alles fein. Ja, wir sind bereit. Wir sind bereit. So, dann drückt man das ein bisschen mit dem Knie drauf. Also, wir haben dann Kniehebel, ja, ja. Dann kommt das Brett vierer. Ja. Und dann zieht man das drauf. Also, da hat man normalerweise so, wird das in Hangs gemessen. Also, ein ganzer Punkt, den man da so hat zum Einwacken, das sind 96 Meter. Ja. Ja. Und so. Doppelter Knoten. Dass das vorne hält. Ja. Jetzt drückt man mit Knie drauf, ja, und steuern tut man das Ganze, wie viel da drin ist, ja, mit Daumen und Zeigefinger. Also du, je nachdem, wie du da fest andruckst am Rädel, kannst du dann steuern, ob die Wurst prall ist oder ob die einfach so lätschert ist. Okay. Ja. Und dann lassen wir das einfach so, jetzt habe ich es halt langsam eingestellt. Ja. Oh, Maria. Aber da kann nichts passieren. Und jetzt bin ich an der Reihe. Mach ich das richtig so? Ja, soll ich schnell fertig machen? Oder geht's? Ja, warte. Ja, jetzt haben wir es gleich. Ja, ah, Tatsache. Du musst jetzt nur steuern. So, sehr gut. Perfekt. Laufen lassen, einfach laufen lassen, laufen lassen. Und stopp, ja, würde ich jetzt sagen. Jetzt, ja, ein bisschen geht noch. Ja, stopp, jetzt. Nun müssen die Würstel abgedreht werden. Gar nicht so einfach. Hier kommt auch schon Senior Franz Moshammer mit dazu und weist mich liebevoll in diese Kunst ein. Da einmal auffüllen, ja, einfach herlegen. Ja, und jetzt da mit der Hand da Moos nehmen. Da Moos nehmen. Und mit der zweiten unten. Jawohl. So. So, ja, so, und dann wuseln, ein bisschen wuseln, ja. Nur den oberen Wusel, ja, unteren muss dann da. Ja, ja, ja. Nicht mit der ganzen Hand, nur zwei Finger. Ja, nur zwei Finger. Weil die anderen Finger brauche ich zum Schupfen. Ja, kenn mich aus. Ja, geht schon. Und nur mal? Nur einmal. Immer zwei, mindestens immer zweimal bis er dreimal. Mhm. Ja. Und dann schon so. Sobald die Würstel fertig sind, kommen sie in den auf 70 Grad erhitzten Wasserkessel
um 15 Minuten später servierfertig den Weg auf den Teller zu finden. Sepp, da passt es jetzt. Es war ein Volksfest mit dir. Es hat viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Dankeschön. Und perfekte Weißwurst. Kesselfrisch, ja. Wie versprochen. Magst du anrichten? Jetzt werden wir anrichten. So, her. Einen guten Senf natürlich. Schau, wie schön Brezen dazu. Das, was wir machen, wir tanzen nicht zuzeln. Mhm. Ja, ich finde, das schaut ein bisschen ordinär aus. Wir schneiden es uns immer auf. Dazu ein gescheites Bier. Jesus. Ich muss schon knacken. Und? Besser geht nicht. Wow. Schön flammig, der Petersli kommt schön durch, oder? Frische Weißwurst sind frische Weißwurst. Jetzt muss ich dir was verraten. Ich war nie ein Weißwurst-Fan, aber die sind super gut. Haben wir gewonnen. Ja, wirklich gewonnen. Immer fein. Da trinken wir drauf. Prost. Prost. Danke dir, mein Lieber. Das war mir ein Volksfest. Kesselfrische Weißwürst. Super. Von den köstlichen kesselfrischen Weißwürsten und Fleischsommelier Sepp Mosshammer geht's zu Backprofi Christian Ofner. Mit ihm mache ich heute ofenfrische Bio-Dinkel-Vollkornleibchen und Pizza. Christian, erstmal danke, dass wir da sein dürfen. Ich freue mich sehr. Bei dir da, wo bin ich da eigentlich? Ja, du bist heute hier zu Gast in der ersten steirischen Backschule in Gleisdorf. Okay. Und freut mich, dass du mal da bist bei mir. Dass du Ofner im Nachnamen hast, ist ja auch kein Zufall, oder? Ja, das passt natürlich sehr gut. Erzähl mal ein bisschen deinen Werdegang. Was ist deine Geschichte? Was ist meine Geschichte? Ich bin gelernter Bäcker. Habe dann ganz lang in großen Betrieben in Graz und so weiter gearbeitet als Bäckermeister und habe dann 2010 mir gedacht, nachdem es so viele Köche gibt und die so toll kochen, möchte ich dem Brot einen neuen Stellenwert geben und habe dann angefangen mit Backkursen. Und die Leute haben so gefreut, wenn sie da haben ein richtiges Brot backen und das kommt vom Backofen raus. Also das erzeugt Emotionen und macht sehr viel Spaß. Ja, dann erzeugen wir Emotionen. Was machen wir heute? Wir machen heute zwei Sachen. Genau. Ich möchte mit dir heute machen eine Dinkel-Vollkornbäckerl mit steirischen Kürbiskernen drinnen. Die sind ganz schnell zubereitet, die sind super zum Einfrieren, hast dann immer das vorrätig im Tiefkühler und schmecken unglaublich gut. Und schon darf ich Bäckerin spielen. 500 Gramm Bio-Dinkel-Vollkornmehl, 10 Gramm Salz, 10 Gramm Bio-Gerstenmalzmehl, 10 Gramm Bio-Honig, 5 Gramm Bio-Brotgewürz, 15 Gramm Bio-Butter, 25 Gramm Bio-Kürbiskerne, 15 Gramm frische Hefe und 330 Gramm Wasser vermengen und in die Knetmaschine einspannen. Und beim Kneten ist es so, da muss man aufpassen beim Dinkel. Maximal 5 Minuten darf der Teig nur geknetet werden, nicht länger. Wenn du nämlich 10 Minuten lang knetest wie ein Weizenteig, dann ist der Dinkel totgemischt und dann geht nichts mehr auf. Das heißt 5 Minuten, ganz gemütlich, das reicht. Gut, gehen wir es an. Gehen wir's an. Schön. Das überlasse ich wieder dir da mit deinen tollen Zaubergeräten. Da, bitte so, schön. Danke schön. Also 5 Minuten und Sie wissen ja, im Fernsehen vergeht die Zeit immer ein bisschen schneller. Nun den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und Teigstücke zu 80 Gramm auswiegen. Boah, 81, jetzt seien wir doch nicht besser. Unglaublich. Unglaublich. So, das war jetzt einmal der erste Erfolgsmoment des Tages. So, schon wieder ein bisschen da haben wir da jetzt, wie du gesagt hast, man muss die Hände da ein bisschen. Genau, ruhig schön mehlig so machen. Mehlig machen. Dann hat man da. Rein, genau. Und jetzt die Finger ein bisschen zumachen, ein bisschen an Druck. Ich habe sehr kleine Finger. Genau. Es geht alles, es geht alles. So, hast du bis gesagt? Du merkst, dass ein bisschen Spannung reinkommt. Wenn es nämlich zu locker rundgefahren ist, dann neigen die Weckerl dazu, dass eher flach werden und das soll in die Höhe gehen. Nein, das wollen wir nicht. Schau her, das ist jetzt so. Ja, super, ja, perfekt. Und jetzt, da, du hast gesagt, so ein bisschen. Ja, genau. Wenn du nur zu viel Mehl hast, wirst du merken, geht es ein bisschen schwieriger zum Rollen. Zum Abschluss die Bio-Dinkel-Vollkornleibchen mit Wasser befeuchten und in Kürbiskernen wälzen. Nun die Leibchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen. Circa 25 bis 35 Minuten bei Raumtemperatur zugedeckt gehen lassen. Im Anschluss mit viel Dampf bei 210 Grad Heißluft goldbraun backen. Serviert werden die fertigen, knusprigen Leibchen am besten leicht ausgekühlt und mit Butter. Prost. Prost, ja. Das
Unbedingt ausprobieren. Ich war skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, das ist immer so ein Glücksspiel. Bei mir wird das Brot nicht immer was, aber ich war noch nicht bei dir. Es ist hervorragend, weil es ist feucht, es ist von der Konsistenz her, so wie du sagst, es ist nicht trocken, sondern es ist angenehm feucht. Und ja, das macht was her und am Frühstückstisch und egal zu welcher Gelegenheit, das passt einfach. Passt wirklich gut, ja. Als nächstes steht in unserer Backstube selbstgemachte ofenfrische Pizza am Programm. Doch bevor in meinem Bauch dafür wieder Platz ist, heißt es raus in die frische Luft für ein kleines Abenteuer. 25 Kilometer nördlich von Graz im Ort Peggau liegt die Lurgrotte, die größte aktive Wasserhöhle Österreichs. Hier treffe ich Ferdinand Hader-Stark, erst Höhlenführer und heute mein Begleiter auf einer Reise durch die Zeit. Was erwartet mich jetzt da drinnen? Ja, schöne Tropfsteine, schöne Formationen und immer tolles Höhlenfeeling. Und ein ganz sicheres Abenteuer. Ein ganz sicheres Abenteuer, ja. Versprich dir, dass du wieder rauskommst. Okay, passt, dann los geht's. Ich folge dir. Bitte. Und so beginnt unsere Wanderung durch den Berg. Der Name Lurgrotte dürfte übrigens von dem Wort verloren kommen und eine Anspielung sein auf das Wasser, das an einem Ende des Berges verloren geht, um am anderen wieder aufzutauchen. Ja, also die Lurgrotte ist die nächste wasseraktive Tropfsteinhöhle. Und das heißt nichts anderes, wir haben zwei Becherinnen. Den Bach, den wir unten gesehen haben, ist der Schmelzbach. Und der zweite Bach ist der Lurbach. Der rinnt von der Semmacher Seite in die Höhle. Und nach ca. 200 Meter ist ein großes Loch, eine Schwinde oder Bohne. Dort verschwindet das ganze Wasser und kommt dann nach 6 Kilometer in Peggau als Hammerbach wieder zutage. Aber das Wasser müsste relativ klar sein zum Trinken, oder? Ja, prinzipiell haben wir eine Trinkwasserqualität. Also überall, wo man es runtertropfen hört und runterrinnt, kann man trinken. Eine grimmige Begegnung aus der Vorzeit ist in der Lurgrotte der sogenannte Höhlenbär. Er wacht über die Zeit hinaus über die Höhlenbesucher. Und der hat da so vor 300.000 Jahren bis ca. 20.000 Jahren gelebt. Ja. Und ist dann vor 20.000 Jahren ausgestorben, weil er, für die ist Köchin dann interessant, weil er Vegetarier war. Was? Oder Pflanzenfresser. Ein Bär, der Vegetarier ja. war. Und vor 20.000 Jahren war die Würmeszeit, es war extrem kalt. Da hat er sehr wenig Pflanzen gefunden. Da haben wir schon 6 im Tag. Und deshalb ist er dann ausgestorben. Der Neandertaler war wahrscheinlich auch noch schuld, der hat ihn während dem Winterschlaf getötet. Gesellschaft leisten dem Höhlenbären diese kleinen Freunde. Fledermäuse. Sie nutzen die Höhle für ihren wohlverdienten Winterschlaf. Kopfüber. Wie viele Fledermäuse sind da umeinander? Wir haben so ca. 6.000 bis 7.000 in der ganzen Höhle. Okay. Die halten immer Winterschlaf und schlafen dann bis März, April, bis es wieder warm wird. Und dann fliegen sie wieder raus und dann gingen auf Insektenjagd. Das ist also sehr nützlich fürs Ökosystem. Die Kulisse der Lurgrotte beeindruckt mit ihren mystischen Steingebilden, schroffen Felsen und der Musik des Wassers. Ein einzigartiger Spaziergang im Inneren des Berges. Was sehen wir da jetzt? Und da sehen wir zum Beispiel von oben herab sind die Stalaktiten. Von unten nach oben wachsen die Stalagmiten. Und wenn das Ganze zusammenwächst, dann haben wir eine Tropfsteinsäule. Hast du einen Merksatz dafür, dass man sich endlich merkt, dass von oben Stalaktiten... Naja, zum Beispiel Stalaktiten, das T, ja, das ist wie ein T. Aha. Und mitten ein M. Ah, okay. So kann man es zum kann Beispiel man sich gut merken. Ja. Und wenn es zusammenwächst, sag noch mal. Das ist eine Tropfsteinsäule oder Stalagnat, ist beides richtig. Stalagnat. Die Lurgrotte lädt jeden von 1. April bis 31. Oktober zu Führungen nach Peggau in der Steiermark. Mich treibt nur der Hunger wieder aus der faszinierenden Lurgrotte hinaus, zurück in Christian Ofners Backstube zum Pizzamachen. Heute möchte ich dir zeigen den sensationellsten Pizzateig, den du jemals hoffentlich gemacht hast. Okay. Es ist nämlich so, dass Pizza immer ein Thema ist. Also ich glaube, die Österreicher pro Kopf Verbrauch Pizza ist ja riesengroß. Und ich möchte dir heute zeigen, wie man wirklich eine ganz tolle Pizza machen kann, mit ganz wenig Gerben drinnen, mit ganz viel Geschmack und man wirklich glaubt, man ist irgendwo mitten in Italien. Okay, du versprichst viel. Ja. Ja, bitte, dann legen wir los. Gut, das Sag Wichtigste, an. Das mag ich da unbedingt zeigen. Ja. Und zwar, das ist ein sogenannter Weizenvorteig. Mhm.
Da ist drinnen Wasser, gleiches Verhältnis Mehl, ganz normales Weizenmehl. Und dann ist drinnen 2 Gramm frische Germ. Das ist gar nichts, das ist wirklich so Erbsen. Das Ganze wird mit dem Schneebesen verrührt. Frischhaltefolie drüber, ab in den Kühlschrank für bis zu 48 Stunden. Das heißt, der ist wirklich 2 Tage im Kühlschrank drinnen. Dadurch bilden sich diese ganzen Geschmacks- und Aromastoffe. Man sieht da schon, wie er schön treibt. Und der gibt einen ganz einzigartigen Geschmack unserer Pizza. Und das ist nämlich so eine tolle Geschichte. 2 Tage Kühlschrank. Ja, also ich sage mal, 12 Stunden ist super, 24 ist sehr gut, 48 Stunden wäre der absolute Traum. Okay, dann schauen wir uns einmal da die Verhältnisse. Genau, jetzt brauchen wir gleich mal diesen Vorteil, den er ist ja schon fertig gereift, genau. Und den kannst du jetzt gleich mal reingeben, bitte. Ach so, verstehe. Okay. Das heißt, den brauche ich, damit ich den restlichen Teig machen genau, kann. Genau, das ist unser Vorteig. Zum Vorteig hinzu kommen Wasser, Germ, 300 Gramm Bio-Weizenmehl Typ 700, Salz und Olivenöl. Im Anschluss den Teig kneten, gut rasten lassen und auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben. So, und jetzt gehen wir dann her und tun jetzt diese Teigstücke dritteln. Dann gehen nämlich 3 Pizzen raus. Sollten relativ gleich groß sein. Ja. So, und jetzt tun wir die Kugeln ein bisschen rund formen. Und zwar gehst du am besten her und du hast jetzt diesen Teig ein bisschen so einschlagen. Ja, kann sehen mal ein bisschen, gell? Ja, das geht ein bisschen anders mit der Semmel, ja. Aber fast. So, und dann drehst du so her, beide Hände nehmen und schön mit Druck noch einmal schön schleifen. Schau, faltenfrei. Und dann habe ich hier schon ein Blech gerichtet, ja. So mit Olivenöl ein bisschen bepinselt. Ah, kenn mir aus. Und lege jetzt die Teigkugel dann sozusagen, nochmal nachschleifen. Legen wir dann da so her. Ich glaube, dass das jetzt ziemlich entscheidend ist, was gleich passiert. Warte, dann geben wir da ein bisschen Mehl. Ja, so, du hast gesagt, zuerst so. Machen wir es gemeinsam. Ja, schau. Bitte. Ja, da fängt es mal an, gell? So, ein bisschen. Ja. Gut, also Teigstück nehmen, als erstes mal so in die Mitte so ein bisschen einschlagen, ja. Dass ein bisschen Spannung reinkommt. Ja, Spannung reinkommt. So. Ich sage, wie ein Semmel. Nur beim Semmel hast du den Daumen da so irgendwie legen, gell? Ja. Ja, das Semmel habe ich schon gemacht. So, das so, und ist jetzt so. Drehen wir es um, dass die Naht unten ist. Die Naht unten ist, und dann beide Hände nehmen und mit schönem Druck jetzt da das Ganze schleifen. Aha, jetzt habe ich es. Yep. Da muss man ein bisschen Rhythmus reinkriegen. So. So. Und jetzt würde da jetzt eine Frischhaltefolie drüber kommen. Ja. Der Teig würde jetzt noch einmal in den Kühlschrank wandern. Ja. Mindestens eine Stunde. Okay. Bis zu 12 Stunden kann ich das jetzt den Kühlschrank drinnen lassen. Okay. Und dann, wenn ich sage, am Abend mache ich mal Pizza, dann hole ich den raus vom Kühlschrank und dann geht es weiter mit der nächsten Aufarbeitung. Und ich habe schon was vorbereitet. Das sieht dann ungefähr so aus. Und dann werden wir jetzt aufarbeiten. Perfekt. Und das geht wirklich so auf, ja? Na dann, ich bin neugierig. Also Sie sehen da vergleichsweise 1 bis 12 Stunden. Jetzt geht es noch darum, ich möchte aber der Pizza, dass die schöne Blasen wirft, dass die auf der Seite, die macht immer relativ dünn und so weiter. Ja. Jetzt darf ich da nicht mit viel Druck hergehen und so draufhauen, sondern man muss ein bisschen Gefühl haben. Ja. Jetzt nehmen wir den ersten mal raus. So, schau her, dann kann man ruhig ein bisschen Mehl daher geben. Das zur Seite, damit Sie das gut sehen können, was der Christian macht. So, jetzt lege ich mal den Teig da so her. Und jetzt gehe ich einfach her, von beiden Seiten gleich ein bisschen auf Mehl. Ja. Und jetzt von der Mitte ausgehend, da will man den jetzt ein bisschen so ausziehen. Ja. Und da ist halt wichtig, nicht so patsch draufklatschen, sondern wirklich mit Liebe und viel Zeit und ein bisschen Muße. So. Okay. Und wir machen gar keine runde Pizza, sondern wir machen eine leicht eckige. Okay, das ist gut, weil dann hat man eine gute Ausrede, dass die Pizza nicht rund geworden ist. Naja, ich richte da eher nach der Größe des Pizzasteines. Sehr recht ist mir das. Weil meiner ist nämlich eckig. Ja. Und das siehst du jetzt schon, also wenn du nachher angreifst, den Teig, greift sie super an. Und du wirst dann sehen, beim Backen, da haben wir jetzt schon Blasen drinnen. Also relativ dünn, aber auf der Seite dann schon ein bisschen dicker. Und jetzt würden wir dann hergehen und ein bisschen Mehl drauf geben. So? Ja, super. Ja. Okay, und umdrehen gleich? Ja. Genau, gut, ein bisschen Mehl herum. Ja, so. Und jetzt, was hast du da gemacht? Hast du gleich angefangen, den zu ziehen? Okay, du hast das zuerst so. Legen ruhig hin, da, genau. So. Super. Ist das in deinem Sinne? Schaut gut aus. Der ist schon relativ, da muss man nicht viel machen. Das ist die Wahrheit, oder? Genau. Was sagst du als Arzt? Ist das gut? Perfekt.
Da haben wir es rauf? Ja. So. Nun sind ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Christian veredelt seine Pizza mit frischer Tomatensauce und Mozzarella. Ich die meine mit Tomatensauce, Mozzarella, frischen Pilzen und Zwiebeln. Wir haben alle Rezepte für Sie auf extra.orf.at, auf tv.orf.at/silviakocht. In der ORF-Nachlese sind immer alle Rezepte drinnen und auf der Teletext-Seite 356. Wie lange kommt das jetzt ins Rohr? Das kann man so gar nicht sagen. Man muss da ein bisschen auf Sicht backen, weil ich habe den Backofen auf 250 Grad vorgeheizt. Und da muss man immer natürlich schauen, dass der Boden schön durchgebacken ist. Aber es sind schon so 5 bis 8 Minuten, muss man fast rechnen, beim Haushaltsbackofen. Beim richtigen Holzbackofen, wo drinnen das Feuer ja brennt, brauchst du nicht so lange. Da ist oft 1-2 Minuten ist die Pizza schon fertig. Nun die Pizza vorsichtig auf die Pizzaschaufel geben und in den vorgeheizten Backofen schieben. Nach dem Backen folgt der Feinschliff aus Prosciutto, Rucola und Basilikum. Ich überlege meine auch noch, aber ich werde es sehr ähnlich machen. Also Sie erinnern sich, ich habe ja nur Champignon und Zwiebel zusätzlich draufgegeben. Und das werden wir jetzt sehr ähnlich machen einfach, oder? Zu dir, hätte ich gesagt. Vielleicht tue ich noch ein bisschen Basilikumblätter dann drauf, das ist oder? Wäre das gut, der Trick? Vom Geschmack her ist das immer sehr gut, wenn es dann drauf beißt, ein bisschen auf dem Basilikum. Das ist einfach eine tolle Geschichte. Vielleicht gebe ich nur Basilikum drauf, damit sie das ein bisschen. Mir ist gerade was eingefallen. Was denn? Was das ich auch noch gern mache, das habe ich ganz vergessen. Da habe ich ein bisschen Knoblauch zusammengeschnitten, mit Olivenöl verrührt. Und jetzt kann man ja diesen Rand von der Pizza auch noch ein bisschen mit diesem Knoblauchöl bestreichen. Und wichtig ist aber nur für die Zuseher zu Hause, die Pizza muss man dann immer zu zweit mit dem Partner essen. Bezüglich der Knoblauchfahne. Wie schön das knuspert beim Zerteilen und Genießen. Ich bin voll gefreut, Christian. Ja, danke, dass du da warst. Bei dir. Schau her, jetzt schnappt man da ein Stückerl. Genau. Und wir machen da jetzt die Probe. Naja, wie isst man das schön, ne? So halt. Super Teig. Wirklich, ich bin selbst ganz begeistert. Unbedingt ausprobieren. Ganz fluffig, wie man so schön sagt, trotzdem aber knusprig. Schön dünn eigentlich, ohne dass man da viel Arbeit dabei hat. Das esse ich fertig, aber ich koste natürlich meine Pizza auch noch, oder? Ja, du bist nicht umsonst der Backprofi. Danke. Wie sollte es anders sein? Pizza und ein Gläschen Wein waren doch schon immer der beste Start in einen geselligen Abend. So gemütlich beendet man gerne gemeinsam einen Tag rund um Graz. Ich freue mich über alles Erlebte. Ob tief im Innern der mystischen Lurgrotte mit ihren faszinierenden Wegen und uralten Steingebilden bis hin zum herzlichen Fleischsommelier Sepp Mosshammer und seinen kesselfrischen Weißwürsten oder Backprofi Christian Ofner. Ja, so lässt sich's leben. Mit lieben Menschen und selbstgemachtem Essen. In einer Küche, dem besten Platz der Welt. Got damage, right?